Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD. Und wir werden jetzt am Anfang kurz noch einkaufen gehen, denn hier waren wir das letzte Mal noch gar nicht drin in den letzten Parts. Oh, fairer Kunde, beim Terrierhändler finden Sie alles, wonach Sie suchen und so, ne? Oder haben Sie etwas loszuwerden? Wenn ja, ich kaufe es ab. Möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Bewegen Sie einfach den Stick. Ja, die Tasche hätte ich gerne, die ist notwendig. Für 20 Rupees geht klar. Futtertasche erhalten, eine praktische Tasche, um Futter hineinzupacken. Mein Lieblingskunde, dafür haben Sie eine Kundenkarte und einen Punktebon bekommen. Im Laden ist der Kundekönig, ne? Ist klar, ne? Du hast einen Punkt damit, sammle 13 bis VIP. Alles klar, kaufen wir uns das jetzt erstmal Universalfutter. Brauchen wir später sowieso bestimmt zwischendurch mal. Dann kommen wir jetzt zweimal. Ja, ja, zwei Punkte gesammelt. Bei 30 bekommen wir wieder was. So. Dreimal. Ja, dankeschön. Dritter Punkt. 30 fehlen. Ja, ja. 27 fehlen. Egal. So. Dann noch die Putt-Putt-Frucht. Ja, Putt-Putt-Frucht. Ja, Putt-Putt-Frucht. Genau. Um Mühlen zu kontrollieren. Das machen wir draußen auf jeden Fall kurz mal. Das ist eine geile Scheiße. Macht richtig Spaß. So, kaufe ich mir noch eine davon. Komm her, Süßelein. Unbedingt kaufen, dankeschön. 5 Punkte gesammelt, fehlen nur 25. Vielleicht bekommen wir das im Let's Player hin. So, auf hinaus. So, ich benutze ein neues Mikrofon. Vielleicht hört man das eventuell. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so findet vom Sound her. So, jetzt erstmal Möwen kontrollieren. Ja, das finde ich so geil. Und flieg, 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 flieg da vorne gegen die Bombe, mein Liebelein. Denn das gibt bestimmt Manilein. Na, 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 na. Komm schon. Patz! Da fliegt weg. Ah! Da habe ich die Möwe gesprengt. Ups! Gut, auf jeden Fall ist da jetzt eine Kiste runtergefallen. Und ich glaube, da gibt's schön Money, soweit ich mich erinnere. Zumindest war es im alten Wind Waker so. Gucken wir mal, was drin ist. La la la, la 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 la. Boah, ein silberer Rupee! 200 Rupees ist der Wert. Geile Scheiße. Damit haben wir auf jeden Fall einen Plus gemacht mit dem Einkauf. Definitiv. Dann würde ich sagen, werden wir uns so langsam, aber sicher zur nächsten Insel begeben. Denn hier sind wir soweit durch. Wir kommen bestimmt später nochmal hierher, wenn wir es brauchen. Und, ja, gucken wir mal. Es hat ganz den Anschein, als hätte ganz seine Herrschaften geschickt. Herrscher, wenn das wirklich wahr ist, dann, ja, dürfen wir keine Zeit verlieren und müssen den nächsten Dämon finden. Setze die Segel in Richtung Süden. Alles klar, Richtung Süden. Kann ich erstmal aufs Boot drauf? Nö. Ich darf nicht aufs Boot! Manne! Okay, muss ich erst die Windrichtung machen. Geht klar. Dum, dum, scheiße, verspielt. Dum, dum, dum. Richtig gespielt. Das Lied des Windes. Und zwar. Süden ist da unten. Nein, nicht da oben. Da unten. Jut. Badabada. Funny, funny. Somit können wir auf jeden Fall die Segel setzen in Richtung Süden. Das wird jetzt auf jeden Fall eine längere Bootsfahrt. Da, Süden ist da, wo der Pfeil hin zeigt. Da. So. Jut. Was gibt es momentan zu sagen? Ich werde jetzt wahrscheinlich auf dem Weg zum Meer, also den Meerweg, sind durch etwas. Nicht so hastig, Jungchen. Ich bin ein Fisch. Blub, blub. Nemo? Ich habe zwar keinen Schimmer, wer dir diese Seekarte angedreht hat, aber... Außerdem, großen, weiten Meer ist da ja sonst nichts drauf. Also, das ist richtig scheiße, Jungchen. Also, was soll denn das für eine Seekarte sein? Was denn wie denn? Ja. Klappbaut, Mann, alter Mann, ey. Ich bin nur entsprechender Fisch. Reg dich nicht so auf. Wie dem auch sei, ich verrate dir jetzt mal, wie es wert ist über die Insel hier. Falle geschwind eine Seekarte auf. Okay. Mach ich mal. Fischi kommt. Mit Pinseln in der Fresse! Was geht, Pinselfresser? Yay, Draconia wurde auf unserer Karte verzeichnet. Yay. Auf der Rückseite von Draconia, der Insel, befindet sich eine verdächtige Höhle. Tja, nur so dumm, dass du keine Flügel hast, denn ohne die kommst du leider nicht hin. Aber da kann man wohl nichts machen, also lass den Kopf nicht hängen.
das war's von mir soweit. Außerdem habe ich auch all meinen Kumpels Bescheid gesagt von anderen Inseln und so, ne? Wenn du irgendwo Fisch herumspringen siehst, wirf einfach Futter. Dann zeichnet er eine Insel auf die Seekarte und gibt dir Informationen. Hey, Roter Launenkönig, damit werden wir quitt, oder? Viel Glück, Mann! Yay, dankeschön. So, was soll ich jetzt sagen? Ich werde jetzt den Seeweg einigermaßen schneiden, weil das dauert ewig, bis wir jetzt dort sind. Ich werde, wenn was Wichtiges zwischendurch kommt, werde ich natürlich wieder anmachen. Von daher würde ich sagen, man sieht sich gleich wieder, Leute. Ciao, bye. So, jetzt sind wir hier. Ich wollte euch unbedingt mal zeigen, wie das aussieht, wenn ein bisschen Gewitterchen ist und wirklich dunkel ist. Und ihr seht, richtig geil gemacht auf jeden Fall. Überall so blöde Wirbelstürme und Gegner wie der blöde Sack da. Hinten geht gerade die Sonne unter. Auf jeden Fall eine geile Atmosphäre, sobald hier mal ein Unwetter aufzieht auf Meer. Es ist richtig geil mit den ganzen Blitzen und alles. Und ganz weit im Hintergrund sieht man so zwei Inseln. Das ist unser nächstes Ziel. Deswegen, da wir fast da sind, werde ich jetzt auch nicht mehr cutten, liebe Leute. Wir werden den restlichen Weg jetzt so auf uns nehmen. Ja, ich habe mir in letzter Zeit noch ein bisschen die Kommentare durchgeschaut und habe auch schon eine Nachricht bekommen und so, dass ich den Heldenmodus doch eventuell nicht machen sollte in den Dungeons, weil man dann irgendwie mehr Gefehle sehen würde und nicht unbedingt viel vom Spiel und man will immer mehr vom Spiel sehen und alles. Von daher frage ich euch jetzt ein letztes Mal und schreibt es bitte in die Kommentare. In den Dungeons Heldenmodus ja oder nein. Die Mehrzahl wird gewinnen, für was gestimmt wird. Und ja, schreibt es bitte in die Kommentare, damit ich weiß, woran ich bin und was ihr wirklich wollt. Gut, jetzt gehen wir hier über. Scheiße, falscher Knopf gedrückt. Dreh dich, Bötchen. Dreh dich, Bötchen. Dankeschön. Anhalten. Verdammt, nicht das Segel. Oh Mann, ich bin immer noch die alte Gamecube-Steuerung gewöhnt. Auf hinein in das U-Bötchen da. Ja, das sind so kleine Nebenquests, könnte man sagen. Da gibt es immer ein bisschen was zu holen. Und man muss eigentlich nur die Gegner besiegen, die hier rumlaufen. Das ist eigentlich keine schwere Angelegenheit. Sofern man sich nicht blöde anstellt. Ich kenne mich, aber egal. Zack. Na, kümmern wir uns erstmal um den Grünling da. Schau mal. Weil du brauchst noch ein bisschen was auf die Fresse. Und ciao. Nein, er lebt immer noch. Mann ey. Bratte, hau ab. Und Treffer. Tour for kind. Yay. So, nein. Komm her. Autsch. Mann, trifft doch. Mann, na, wo springst du hin, Link? Link, nicht dran vorbeispringen. Hör auf mit dem Scheiß. So, dankeschön. Burns. Somit erscheint eine Kiste. Was wird da wohl drin sein? Vielleicht was Nützliches? Eventuell. Nicht hinter die Kiste stellen, Link. Eine Flasche gefunden. Yay, somit die zweite von vier Flaschen im Spiel. Soweit ich mich richtig erinnere. Und, jo, damit haben wir schon mal zwei und Ratte stirbt. So. Oh Gott, diese Ratten, die gehen mir so auf die Nerven im Spiel. Aber wie auch immer, Ratzfratz müssen sein. So, auf hinaus aus dem U-Bötchen. Mal würde ich sagen, auf zur Insel. Zur nächsten. Komm schon. Ich wollte jetzt so einen eleganten Sprung ins Boot machen. Der mal nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es irgendwann anders. So. Weiter Weg ist es ja nicht mehr. Wir sind ja fast dort. Ja. Muss sagen, das Spiel ist bis jetzt sehr geil. Also, jetzt haben wir einen Dungeon hinter uns. Der war richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn ich ein bisschen gecheatet habe. Es war trotzdem sehr funny. Es hat Spaß gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wie das Spiel noch weitergeht. Wobei, ich kenne ja den Spielverlauf. Aber ich freue mich am meisten hier auf die Grafik in den Dungeons und überall, wo... Ja, es wird bestimmt geil anzusehen. Freut euch drauf. Und da ist die nächste Insel. Yippie-yay! Sieht aus wie ein Baum. Zwei Bäume, besser gesagt. Naja, mal gucken, was wir dazu erklärt bekommen. Land in Sicht! Hab ich doch gesagt. Land in Sicht. Tantopia, unser nächster Zielort. Und hier war die Musik so gechillt. Von See aus scheint es, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer ragen. Auf der Insel liegt kein üppiger Wald, sondern die Heimat des Dekubaumes. Deine Aufgabe ist es, zu ihm zu gehen und den Pharoas Diamond in Empfang zu nehmen. Ich hege die Befürchtung, dass uns Gunn auch auf dieser Insel zuvor gekommen sein könnte, und das ist schlecht. Sei also auf der Hut, Sebi,
Jo, geht klar. Hier ist so wieder so ein Zerrhändler, aber einkaufen brauche ich momentan nichts. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal ins Innere der Insel, wo ich wahrscheinlich auch den Part beenden werde, weil danach glaube ich... Autschi, Bautschi, blöde Pflanze, du! Stirb! Weil, glaube ich, danach eine etwas längere Cutscene auch kommt. Weiß ich nicht mehr ganz. Aber ich glaube schon, dass ein längeres Stück danach kommt und das würde ich gerne dann im nächsten Part erst in Angriff nehmen. Das heißt, wir werden jetzt noch ganz gemütlich reingehen und dann... Ja... Den Part auch schon wieder beenden. Geht immer so schnell rum, Leute, ne? So ein Part. Also, ist mir irgendwie aufgefallen. Wir sind jetzt schon bei Part 9. Und es geht irgendwie rucki zucki, muss ich sagen. Also, weiß nicht. Ehe ich mich versehe, ist das jetzt gleich schon wieder vorbei. Spring! Jawoll! Und du da vorne. Voll gedeiht. So, weiter geht's. Und Splung! Ah, da vorne ist nochmal so ein Tentakelviech. Blöp. Bats. Blöp. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, da oben. Yay. Yippie-yay. Bats. Auf hinein ins Innere. Die Mucke ist hier voll chillig. Das macht voll Spaß hier drin. Ne. Yeah. So, was es mit dieser Insel auf sich hat, sehen wir dann im nächsten Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Ich weiß, war sehr kurz dieses Mal. Das nächste Mal wird es wieder länger sein. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Ciao, Leute. Bye.